So, ich habe gesagt, ich mache noch was. Diesmal ist es ja 36 Minuten, ist eigentlich gut. Ja, ich wollte das Thema nur für sich haben. Das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich bin Sungshom. Oder Joshua, wie ihr wollt. Thema geht immer Rückfälligkeiten. Ne? Rückfälligkeiten. Wenn die alte Schiene zu kommen, beziehungsweise mit einer anderen Wahrnehmung natürlich. Ja. Gewissermaßen. Sag ich mal so. Oh, was meine ich damit? Alt, rückfällig, hast du wieder einen runtergeholt oder was? Hast du wieder die pornografische Schiene wieder klebt oder wie? Was meinst du damit? Ja, ich komme schon da drauf. Hast du ja schon erwähnt. Ja, stimmt. Nein, ich habe mir keinen runtergeholt. Also nicht endgültig. Alter, der Typ ist einfach. Ja, mit endgültig meine ich, es war ganz witzig. Also ich habe nicht rausgeschossen. Das habe ich nicht gemacht. Wow. Ich habe ja mal erzählt, wenn man es in Kontrolle macht oder mal einfach mal Bock drauf hat, wahrzunehmen, also wenn es meine Seele abspricht, beziehungsweise ja. Also mein, ja, was heißt hier? Ich stehe abspringen. Meine Seele weiß, er kennt mich ja. Also kennt meinen Kopf. Die Wahrnehmung und die Programme, die noch inne wohnen, ja. Ja, mal zurückzuführen, mal ein bisschen einen Aufbau zu bringen, ja, weil ihr habt vielleicht nicht alle meine Beiträge gesehen. Seit dem 26. Dezember 2016, also letzten Jahres, ja, als ich meine liebe Musi, mein Engel, getroffen habe, begegnet bin, habe ich auch gesagt, was auf einen Schlag, bam, weg. Okay, ich habe schon einige Male schon noch gemacht, ja. Aber es war auf einmal weg. Ich habe es dann nur noch bewusst gemacht. Also ich habe es gemacht, weil ich jetzt Bock drauf hatte. Ja, aber es war ich. Okay, letztendlich habe ich da einige Male auch schon die Kontrolle verloren. Kurz. Aber das habe ich bewusst. Wie war's? Du hast jetzt bewusst hier einen runtergeholt. Ja, das kann man auch machen, Leute. So wichtig ist halt, wenn es in Kontrolle ist. Ja. Die Frage ist halt bloß die Konsequenzen dazu. Was bringt es? Naja, zurückzuführen. Ja, seitdem nichts, gar nichts, keine Erregtheit. Ja, schon immer wieder versuchen sie das, ja. Ich habe das 15 Jahre lang gemacht, Freunde. Immer 15 Jahre, ne? Ich habe 15 Jahre lang gemacht. Das braucht ja eine gewisse Zeitspanne oder eine Wiederherstellung, das wiederherzustellen, wieder das komplett frei zu werden. Dauert. Zwar nicht so lange bei mir, es ging ja ruckzuck weg. Also 2 Monate nichts. Ja. Ja, ist immer noch nichts. Bloß, es sind halt die Gedanken hochgekommen, was eigentlich letztendlich auch das die alte Wahrnehmung ist, ja. Im Speicher halt vorhanden. Nicht im Druckbild, nein. Ich. Bewusstsein. Denken im Kopf. Und natürlich, meine Seele, oder? Wisst ihr, ich habe ja. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, was ihr euch wünscht. Nee, ich habe mir immer gewünscht, oder was ich wollte, was ich immer wieder gemacht habe, aber diese Technik ist halt, boah. Ich wollte halt selber meinen Charakter erstellen, ein Charaktermodell, 3D-Modell erstellen, ja. Ja, Mann und Frau natürlich, ich, mich selber, in eine virtuelle Welt, ja, in eine Spielwelt halt eben, und halt eine Partnerin, ja. Die Sache war, das Thema war bloß immer der Sextrieb, ja. Die animalische Triebe. Das ist der falsche Weg, Freunde. Man kann sowas machen. Also ich sage das jetzt zu mir. Aber das war nicht korrekt. Ich kann das machen. Die Frage ist bloß, ist das jetzt welche Wahrnehmung und ob das in Kontrolle ist oder nur, weil der Abhängigkeit, ja.
Energie ausschießen oder halt Sexsucht einfach, diese Sucht befriedigen. Das ist der falsche Weg, Mann. Ja, ich habe immer gesagt, ich wollte mein eigenes Modell und mich selber. Ich bin darin auch gut. Modden nennt man das. Modifizieren halt. Ein Spiel, was schon vorhanden ist, modifizieren. Sowas nennt man Modding. Spricht man das so richtig aus? Ja, nee. Ja, und ja, da gab es halt jeden, also der Grafiken und alles, was man also machen kann. Also virtuell gesehen, was man auch in der Wirklichkeit machen kann, steht sich. Ja. Schon der Hammer. Und was die Leute so alles bringen, also, tja, Alter, das will ich auch so können. Also, ja, es ist virtuell gesehen, technisch, wer bringt das? Ja. Wer bringt das? Ja. Für sich selber bringt das was. Wenn der Entwickler das entwickelt hat, dieses Modell oder eine Textur, also, oder Textur müsst ihr, Oberfläche, ja. Grafik hat eben. Für den einigen, der das erschaffen hat, ist das eine super Leistung. Weil das ist echt, da steckt viel Arbeit dahinter. Intensiv, Leidenschaft, also in Liebe. Weil sonst würde man es nicht wollen. Also der Wille gehört auch dazu. Und der, klasse. Und er gibt es dann weiter. Das ist genauso wie meine Erkenntnisse, mein Wissen, was ich dann in die Öffentlichkeit gebe, durch die Beiträge, durch meinen Blog, ja, in die Öffentlichkeit. Es ist dasselbe. Bloß halt, ja. Dieses Mann-Frau-Ding, Sex und Sucht und Reizbarkeit, sexy und ist natürlich sehr stark. Wir verfallen sehr viele darin. Das ist super Kunst, ja, muss ich schon sagen. Ey, Alter, das sieht geil aus. Der, Alter, wie hat denn das gekriegt? Der, da kriege ich das auch hin sozusagen. Ja, im Hintergrund war immer, ja, Sexsucht, Sexsucht. Ja. Das ist mir gesagt, das ist nicht, das habe ich ja nicht mehr. Doch, aber jetzt zurückzuführen, das war nur so ein kleines Spiel. Wow, der haut jetzt wieder neue Sachen raus. Damn, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ich war ein Zocker. Und meistens war es die Frau, die mich dazu gebracht hat, diese Games zu kaufen. Allein nur wegen der Frau. Weil die super aussieht hat, super Modell hat eben. Super Perfektion, nein. Ich habe ja gesagt, ich mag den Körper, auch den Männerkörper. Bloß meine Frau war es halt noch diese, ja, die Programm halt so stark hat eben. Naja, dann, boah, der hat ja pornografische Sachen. Ja, also ich habe dann wieder die Game modifiziert oder beziehungsweise erstmal alles runtergeladen und dann wieder installiert und das eingestellt, dies eingestellt, das war auch wieder eine Zeit, in der ich denke mir, hey, wie bringt das was? Ich mache hier Wachdienst, wieso jetzt das alles? Steht ja. Ich kann doch meine Zeit für was anderes verwenden. Ja. Es war ja mein Wunsch, ne? Also es gibt ja zwei Teile. Ich sag mal, vielleicht kennt ihr Oblivion, The Elder Scrolls, ja. Die ältesten Rollen, Schriftrollen, oder wie das heißt auf Deutsch. Aber The Elder Scrolls. Scrolls. 4 und 5, also Skyrim und Oblivion. Skyrim ist natürlich grafisch natürlich, aber Oblivion kann genauso ausschauen. Jetzt rede ich über Games. Naja, und wollte ich erstmal Skyrim, ja. Weil ich da echt viel modifiziert habe. Damn. Alter, Gas. Also ein verändertes Spiel so verändert, dass es für mich meiner Sehnsüchte ausfüllt. Nein, also das, was ich machen will, wirklich für mich selber so. Die Welt erschaffen in virtueller Form, wie ich es gerne haben will. Das kann ich halt, ne? Natürlich verwendet von anderen, die es mir gegeben haben, die es veröffentlicht haben, habe ich die Werkzeuge hergenommen. Aber komplett alles alleine auf Scratch, sagt man ja. Auf von Null, was eigenes erstellt. Ja, okay, ich habe GIMP, Photoshop, Tattoos und ja. Ja, chinesische Schriftarten, ja, Tattoos habe ich halt gemacht. Skins eben, also Hautbild und Charakter verändern, die Farben verändern, Tattoos, Muster, Bemalungen und sowas. Fand ich ja ganz cool, ja. Hat ja auch Spaß gemacht, wisst ihr?
Und ich sage es bloß immer, der Point da unten, ne? Ja, ihr lacht darüber, es ist keine schöne Sache, wirklich nicht, wenn man nicht die Kontrolle darüber hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja gesagt, seit dem 26. Dezember ist es weg. Damn, keine Adresse, damn, keine Peniskomplexe mehr. Nee, ich habe so keinen Schwanz, sondern ich will mit den Großen haben, Besessenheit. Alles davon weg. Und gestern, ja, meine Seele hat gesagt, ja, ich habe jetzt sie gefragt, warum denke ich ab und zu daran oder wieso? Und, also nicht in Träumen war das, sondern sind mal so gekommen. Ja, weil es mein Wunsch war, das zu machen. Aber es bewusst zu machen, in Kontrolle, in der Wahrnehmung, in Liebe, sagen wir so. Wie in Liebe, Sex und. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, nope. Nope. Nee. Also ich habe da auf Liebe entschieden, weil ich das sehr gut fand. Und aber es ist natürlich komplexer, da hier zu modifizieren. Und muss ich mehr einstellen, selber machen. Und ja, ich weiß, das interessiert euch vielleicht euch nicht ganz. Mich schon. Ist ja immer. Na, es geht halt einfach darum. Ich habe es ja sofort abgelegt. Auf einen Schlag, der. Das ist so genauso wie beim Essen, der. 14 Tage und dann da genau wieder volle Kanne essen, der. Ja, okay, nicht volle Kanne, aber langsam. Im Maßen halt eben. Und so ist das Haus so. 2 Monate oder nichts. Dann plötzlich kommen ein paar Gedanken. Ja, das sind mir alte Wünsche gewesen. Ich wollte es in Kontrolle machen, in Liebe. Steht dir, ich will eigentlich es transformieren. Ich will. Natürlich kann ich dies und das machen. Nacktheit und Reizbarkeit und nicht diese Sexsachen, nein. Transformieren. Es anders zu machen, wie das andere machen. Zu wirken. In allen Facetten halt eben. Habe ich aber bis jetzt noch nicht hinbekommen, weil da und hier, mein lieber Freund da unten, ne? Also beziehungsweise der Programm ziemlich stark war, ist ja nicht mehr. Ist nur ein paar Teile schön natürlich rum. Und jetzt zurückzukommen, jetzt, ja, jetzt, das ist immer nur mal so eine Hintergrundgeschichte. Nicht, dass ich gleich hier. Also so. Ich bin davon weg, Freunde. Also weitgehend. Ich habe gesagt, dass gestern, also der, lasst mich mal kurz schauen, welche Datum wir haben. Gestern der 21. Ja, Februar. February. Ja, da habe ich da halt die Sachen runtergeladen und dies und das, schöne Frauen. Virtuell gesehen, nein. Nee, wünscht euch echt. Und natürlich auch den Mann, immer beide. Weil ich mag beides. Damn, cool. Dann kann ich es mal so selber erstellen, so ganz, so einfach wie möglich und selber dann bemalen oder tätowieren und so, halt, was heißt tätowieren? Ja, so Kriegsbemalungen, ja, nicht Kriegsbemalungen, so Bemalungen hat eben. Ja. Gesicht, Narben, ja, halt, ja, was heißt denn Narben? Spielereien halt eben, ne? Und ja, war alles klasse, super, der, ich habe gesehen, oh, geil, Alter, was ich da alles war, der ist ja voll krass drauf, weißt? Ich freue mich halt, ja, okay, es ist jetzt Rettung der Menschheit, hä, wo ich was? Hä? Na, ich finde es halt klasse, dass man sowas kann. Wie man auf die Idee kommt und es dann so umsetzt, umsetzen kann. Ja, klar, Großteil ist halt immer diese Reizbarkeit, Sex, die Sachen, halt immer, sage ich mal, meistens einen runterzuholen, ja, solche Sachen. Ja, vielleicht bin ich auch der Einzige, keine Ahnung. Vielleicht denke ich das nur so oder hab das so gesehen. Ja. Ist halt sehr stark. Aber das sind halt Sachen, da denkst du dir, tja, Alter, wie kommt man auf so einen Scheiß, verstehe ich, oder, hey, der kann was mal, aber der macht halt Anatomie halt, Körper und Mann, Sachen eben. Ja, Anatomie habe ich mich auch interessiert. Aber es ist immer die Frage, was ob das die erste Wahrnehmung, also den Freund da unten, ne? Oder hat einfach dieser Sexsuchttrieb halt eben.
Und das Meer über Oberhand hat oder nicht. Ja gut, dann zurückzukommen. Ich habe mir ja dann das gemacht und war alles super und alles in Kontrolle, Wahrnehmung. Ich habe mich gefreut, der geile Sache, Alter, das habe ich noch nicht wahrgenommen, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist boah, top. Das hat nichts mit Sex und nein. Kunst, Künstler hier, dem kreativ. Schöne Sachen. Das ist mal einfach mal, ja, den Wunsch, den ich mal hatte, einfach mal wirklich in Kontrolle mache. Nicht in Kontrolllosigkeit, Freunde. Nicht in Kontrolllosigkeit. Nicht mal hier abspritzen. Und ja, Joshua, ja. Wie viele können das von euch so behaupten, dass sie so ehrlich sind und nicht jetzt hier Programm, versteht ihr? Ich sage das in Wahrnehmung und Kontrolle, in Liebe sage ich das jetzt zu euch. Ja. Nicht, weil ich jetzt davon besessen bin. Auf jeden Fall. Ja, ziemlich lang gemacht. Dieses Aufgebot runtergeladen. Ja, es ist ein paar Stunden halt eben. Dann hatte ich soweit alle Teile zusammen, die ich brauche, um das zu transferieren. Bloß bin ich. Ja, die Details lasse ich jetzt. Okay, dann ist es so weit gekommen, dass ich mir fast. Ihr wisst ja, die Hand. Die böse Hand, nein. Ja, die Erregtheit. Ja, dann habe ich das halt ja, ein bisschen rumgespielt, ja. Mein lieber Freund da unten ein bisschen rumgespielt. Oh, Dude. Nee, ich muss raus, Freunde. So rumgespielt, ja. Und dann habe ich diese pornografische Schiene mal wieder geschaut, was es so Neues gibt. Ja, ich verstehe, Neues gibt. Okay, ja. Bist du direkt dort, dann bist du direkt da. Mir die Sache mal angeschaut. Bloß meine Seele, ich war in Kontrolle. Ich habe es bewusst gemacht, um zu schauen, was passiert. Alter, das ist Risiko. Ja, es ist sehr, sehr gefährlich, sowas. Naja, auf jeden Fall, ich habe ja meine Seele hinter mir. In mir. Ich habe immer gesagt, obacht, pass auf. Verlier nicht die Kontrolle. Kannst es machen, ja. Schau mal. Sie wollte ja, dass ich das mache. Wie was denn sie will? Um es zu transformieren. Ja, es klingt wie vielleicht wieder. Also bei mir ist es so, um das zu transformieren, muss man manchmal wieder in diese Wahrnehmung zu kommen, in Kontrolle, in Liebe, im Willen, mit der Entscheidung, es zu transformieren. Ding, ding, ding. Ich habe euch gesagt, ihr könnt in die Vergangenheit reisen, ja, weil alles allgegenwärtig ist, das mit einer anderen Wahrnehmung, mit einer anderen Beobachtung, es zu transformieren. Nicht wieder emotional da hinein, steht ihr, steht sich. Und das habe ich gemacht. Und dann gab es halt diese Hentai, wie nennt man sowas? Serien. Wieder dieses. Und ich dachte mir. Alter. Komm, geh weg. Alter. Jetzt, das ist zu weit. Das geht jetzt zu weit. Na, würde ich nicht. Und dann, ja, es war ziemlich knapp, Freunde, habe ich euch gesagt. Aber meine Seele hat gesagt, jetzt hör auf. Das ist genug, weil jetzt hast du das mal jetzt alles wieder durch. Ein Kurzflug, also mal durchgeschaut. Dann habe ich sofort Hand weg. Und dann ein bisschen, boah, was für ein Scheiß, Mann. Geh nach Hause. Ich habe gesagt, ja, bin nicht ganz frei davon, aber hey, die Seele ist bei mir. Und wenn ich wirklich die Kontrolle habe und auch wie ich sie höre, habe ich gesehen, sie hat gesagt. Sie wollte, das war das Ziel. Sie wollte unbedingt, dass ich nochmal wahrnehme. Also nochmal in dieser Wahrnehmung gehe, beziehungsweise mit meiner neuen Wahrnehmung und es transformiere. Also, dass ich in Kontrolle bin. Ja, ich weiß, es gefällt, es braucht man nicht zu machen. Bloß meine Seele wollte, weil ich habe nichts 2 Monate lang. Und jetzt schaue ich es mir an und okay. Nochmal wahrnehmen. Habe ich die Kontrolle oder habe ich sie nicht? Es ist halt eine Herausforderung für mich selber zu herausfordern, dass habe ich die Kontrolle dabei oder nicht? Ja, ich weiß, es war echt knapp, grenzwertig. Ja, meine Seele hat mir gesagt, das hast du super gemacht. Ja, aber ich habe gesagt, das war aber echt knapp. Ja, echt knapp. Es muss besser werden. Ja, jetzt jeden Tag. Nein. Nein, nein. Versteht, was ich meine? Manchmal muss man. Wenn es noch vorhanden ist, ja, wo es alles gegenwärtig, geistig und so,
Also bei mir ist es so. Ja, im Abspann mit der Seele, beziehungsweise die Seele sagt es dir dann, ja, hier, mach das nochmal, in der Nähe. Dir hat es doch gefallen, mach's doch einfach, gönn es dir mal. Weil ich verzichte sehr viel, Freunde. Ich verzichte auf sehr viele Sachen. Ich habe damit kein Thema. Ich brauche das ja auch nicht. Und ich will es auch nicht, weil wem bringt das was? Aber dann vergesse ich mich. Versteht ihr? Selbst Verzicht ist gut. Aber man sollte sich nicht sich selber verzichten. Das ist ein Unterschied. Sich selber verzichten. Und wie kann ich halt solche Sachen machen? Wenn einer gerne Motorrad fährt, gerne Motorrad fährt, oder im Garten arbeitet, oder dies macht, skatet, oder Rollerblades, was auch immer. Eisschlittschuh fährt, Schlitten fährt, Ski fährt, ja, dann kann ich das doch auch machen, ne? Deswegen gibt's das ja hier. Und wenn ich da vielleicht auch mein Bewusstsein, mein Kopf das vielleicht zu will, ja, mit der Seele natürlich immer absprechen, okay, mach das, aber in Kontrolle. Und sie sagt mir immer, Obacht, pass auf. Dann habe ich auch kurz aufgehört, okay, bin wieder da, passt, ich bin nicht so weg, mein Blick ist, bin nicht weg. Und ja, ich habe gesagt, es war knapp, dass ich wieder, ich war schon in den Gedanken, das wieder zu machen, weil das Gefühl einfach klasse ist. Das ist nicht annähernd, was ich erfahren habe, im Glückszustand zu sein, nicht zu schlafen. Ja. Immer, das ist viel geiler, als hier abzuspritzen, wirklich. Ja. Selbstbepflegung. Und das da, und mit meiner Seele, ich habe es jetzt gemacht. So. Oh, du bist wieder rückfällig geworden, oder? Das war ziemlich knapp. Der zieht doch nur hier. Nein, es war in Kontrolle, Freunde, in Wahrnehmung, in der neuen Wahrnehmung. Und ich habe es transformiert. Ich habe die Kontrolle behalten, in dem Sinne, das zu zeigen. Was heißt der? Ich habe ja auch selber entschieden, erregt zu werden. Zu sein. Es geht um die Kontrolle, Freunde. Um die Entscheidung. Um die Wahrnehmung. Und die Situation zu transformieren, auch wenn es angeblich so scheiße und schlecht aussieht. Ja, klar, wenn man was wahrnimmt, dann wird man selber auch so. Da müsst ihr auch aufpassen. Ihr sollt nicht das machen, was ich mache. Müsst ihr immer mit der Seele ausmachen, mit euch selber. Doch ich habe das, ich sage mal so, ich habe die Herausforderung geschafft. Wohl knapp, aber es, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht gehen wieder Monate oder was auch immer, um das zu schauen, dass ich es das wirklich zu 100% transformiert habe, im Sinne von, ich entscheide, ob ich erregt bin oder nicht. Ich entscheide, ob ich jetzt hier die Kontrolle verliere oder nicht. Also, dass ich alles selber entscheide, und wenn ich es sehe, dass es mich nicht, dass es abblockt, versteht ihr? Abblockt. Okay, ich sehe es mir an. Da regt sich nichts. Okay, ja. Findest du jetzt nicht so super klasse, es ist total aus der Norm, aber hey, mich macht's nicht. Mich berührt es nicht mehr. Ich lasse es im Raum stehen, wisst ihr? Ich lasse es nicht mehr zu. Ich nehme es nicht mehr an. Es ist ja die Information schwebt und einfach loslassen. Hat keinen Einfluss mehr, hat keine Macht über mich. Und darum geht's bei mir. Das hat mir gezeigt, dass ich es kann. Ich bin ziemlich schwer. Ja. Das ist 15 Jahre, Freunde. Und ich habe es innerhalb von 2, 3 Monaten. Ich meine, 2, ja. Über 2 Monate. Bin ich schon so weit, dass ich schaue es mir an, ist zwar, sag mal, schon grenzwertig gewesen, ja. Weil hätte ich mir, müsste aufpassen. Grenzwertig. Doch ich habe es trotzdem gemacht und ich habe auch meine Seele sofort gehört. Jetzt reicht's. Hand weg. Sofort. Okay, ich habe auf dich gehört. Ja, hast recht. Das ist jetzt genug. Wenn ihr so weit seid, Mann, wenn ihr auf eure Seele hört und ihr macht das sofort, was die Seele sagt, dann seid ihr in Kontrolle. Das ist ein Zusammenspiel mit Körper, Seele, Kopf, Geist, Schöpfer, alles. Ein Zusammenspiel. Naja, ich denke, das war's. Länger muss ich nicht mehr reden. Es ist jetzt nur ein Beispiel, es geht auch für andere Sachen. Was ist, wenn du das machst, wenn du in der Disco gehst, oder wenn du rauchst, wenn du Alkohol trinkst, wenn du so, oder Fleisch isst, oder alles, ob du den Hobby verfolgt, Arbeit, alles Mögliche kann das sein. Ob ihr eine Kaufsucht habt oder konsumieren, steht ja.
Zeitschriften lesen, Zeitungen. Könnt ihr das machen in Kontrolle oder nicht? Entscheidet er es oder entscheidet irgendwas anderes? Entscheidet das Programm, der Trugbild in dir oder entscheidest du dein Bewusstsein mit der Seele? Ja? Darum geht's. Deswegen kannst du alles machen, was du willst. Also, du kannst alles machen, aber immer in Absprache mit der Einheit, mit dir selber. In Kontrolle vor allem. Mach dir Gedanken. Und dabei belasse ich es jetzt. Okay. Danke, dass ihr mich wahrgenommen habt. Mich so erfasst habt. Aber es ist doch interessant, dass ich erfassen und wahrnehmen sage, oder? Weil es genau das, was es aussagt. Er hat mich erstmal erfasst. Wow. Joshua. Und dann die Wahrnehmung. Also was da im Raum ist. Und dann ich. Euer Sung schon. Euer Sung schon, ja. Alles Liebe.